Ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Es ist wieder Zeit für News. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Ja, heute Morgen, Freitag, es ist Newszeit. Ich habe mich noch nicht hundertprozentig festgelegt, ob ich jetzt Donnerstag oder freitags immer die News herausbringe. Hängt ein bisschen davon ab, wie viel News halt so im Laufe der Zeit zusammengekommen sind. Jetzt erstmal am Freitag und los geht's wie immer in eigener Sache. Ich habe eine Kolumne am Dienstag gehabt, da ging es um das ganze Thema Bewertung, wonach werte ich ein Spiel, also auch aus meiner Perspektive eben halt als Blogger, YouTuber, Spieletester, wie man es auch immer nennen mag. Und es haben sich schon einige da eben in den Kommentaren beteiligt. Finde ich super, vielen Dank, gerne noch weiter dabei sein. Ja, dann ist es der absolute Hammer. Ich komme mit 7 Meilenstiefeln an die 2000er Abo-Marke heran. Finde ich total klasse. Ich glaube, es fehlen noch 4 oder 5. Wenn das irgendwo funktioniert, ich vermute mal, das wird Richtung Wochenende passieren, dann möchte ich ganz gerne am Dienstag in der nächsten Kolumne, ja, ich sag mal, so ein kleines Special machen mit einer Extra-Verlosung. Diesmal geht es dann nicht um gebrauchte Spiele, sondern tatsächlich auch um neue Spiele. Je nachdem, also ich habe, glaube ich, so 2, 3, die ich auf jeden Fall dafür nehmen kann. Vielleicht finde ich da noch das ein oder andere, was ich dazu packen kann. Also es wird eine Verlosung geben von ein paar Spielen am Dienstag. Sollte da die 2000er-Marke geknackt werden. Dann sind wir in den News. International Gamers Award sind die Nominierungen bekannt gegeben worden, nachdem im letzten Jahr aufgrund der Pandemie ja nur in einer Kategorie ausgezeichnet worden ist, hat die Jury sich jetzt zu 3 Kategorien geäußert. Es gibt das Multiplayer, also den Multiplayer, es gibt das Duo und das Solo-Spiel erstmalig. Und da stehen die Nominierungen jetzt fest, sind glaube ich irgendwie um die 6, 7 Spiele. Genaueres und wer am Ende gewinnen wird, erfahren wir dann im Oktober. Link habe ich dazu in die Shownotes gepackt. Ja, dann bin ich auf eine ganz interessante Zahl gestoßen. Den einen oder anderen interessiert ja immer mal wieder, wie viele Spiele werden denn so von einem Spiel eben halt verkauft. Smart 10, da ist bekannt gegeben worden, dass mittlerweile 50.000 Smart 10s herausgegeben worden sind. Das ist das Spiel, was bei Piatnik erschienen ist. Das Quizspiel gibt es einmal in der fortgeschrittenen Variante, mittlerweile auch in der Family Edition. Es gibt jetzt diverse Zusatzpacks, die da rauskommen. 50.000 finde ich schon eine enorme Zahl. Dann nicht so schön, der Erfinder des Sudokus, Maki Kai, ist im Alter von 69 Jahren an Krebs verstorben. Das heißt, erfunden hat das Ganze eigentlich Euler. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an die Eulersche Zahl, noch aus Mathematik ins Unterricht. Aber Maki Kaiji hat eben halt sich dieses Prinzips nochmal erinnert und daraus eben halt dieses Rätselformat gemacht. Und ich bin auch wieder eines Besseren belehrt worden. Sudoku ist eine Abkürzung für Tsuchiwa Dokushin ni Kagiru. Ich hoffe, das ist halbwegs richtig ausgesprochen worden. Und das bedeutet so viel, eine Zahl muss immer einzeln sein, was ja auch logisch ist und das Grundprinzip von Sudoku eben halt beherrscht. Da es aber auch ein Rätselspiel ist und mittlerweile in verschiedensten Spielen untergebracht worden ist, dachte ich, das würde hier reinpassen. Ja, dann sind wir beim Crowdfunding. Da ist es jetzt in dieser Woche deutlich ruhiger, nachdem wir da ein paar wilde Wochen erlebt haben. Jetzt endlich gestartet ist Wild Serengeti, so ein kleines Engine-Builder-Spiel, wo wir eben halt in der Serengeti einen Tierpark dort haben. Edge of Darkness bei AEG ist jetzt gestartet worden, auch sehr schnell finanziert. Und das dritte Spiel, was seit gestern läuft, ist Scarface 1920. Da
fand der Start in der Spieleschmiede statt. Das Spiel ist ja längst bei Kickstarter finanziert worden. Die Spieleschmiede bringt jetzt so ein ja, Mischwerk heraus, also ein Basiswerk mit einigen Stretch Goals, aber es gab bei Kickstarter ein paar Exclusives, die werden jetzt on top draufgepackt, kosten dann dementsprechend einiges mehr. Ich glaube, das kriegt man dann, dieses Bundle, für knapp 130 Euro. Ja, also wer da noch zuschlagen möchte, kann das dementsprechend in der Spieleschmiede machen. Die BerlinCon, wir sind bei Events, hat den Ticketverkauf seit gestern gestartet. Da sind jetzt zumindest gemäß der Konferenz der Bundesgesundheitsminister oder Innenminister jetzt die Rahmenbedingungen zumindest nach derzeitigem Stand klar. Der Ticketverkauf geht los. Wer also nach Berlin möchte, Mitte September, der kann da dann losschlagen. Und andere passt nicht ganz. Zusammen mit dem Christoph von Better Board Games haben wir uns ja mal eine große Charge an Neuheiten angeschaut und haben das bei Better Board Games dann zusammen kommentiert. Da wird es wahrscheinlich auch noch eine zweite, vielleicht auch dritte Folge geben als Vorschau. Nach Verlagen gestaffelt. Wer da tiefer bei mir reingucken will, gerne dann auch in die Vorschau auf dem Blog. Ich selber werde mit Sicherheit nochmal so eine Top-Liste machen, Spiele, die mich besonders stark ansprechen und reizen. Ansonsten guckt gerne beim Chris von Better Board Games hinein. Und dann sind wir schon beim Ticker mit diversen Spiele-Neuheiten. Der ist heute irgendwie fast so ein bisschen aus der Art geschlagen. Da ist doch einiges zusammengekommen. Viel Spaß. Endspurt, jetzt sind wir beim Ticker. Brüssel 1893 Belle Epoque ist angekündigt worden von Geek Attitude. Die haben das Spiel, nachdem es ja ursprünglich bei Pearl Games erschienen ist, nochmal neu herausgebracht. Das ist, glaube ich, auch schon 2-3 Jahre her. Und das Ganze wird jetzt nochmal veredelt und als Kickstarter im nächsten Jahr herauskommen mit Deluxe-Material etc. Dann gibt es für alle Fans von Vital Lacerda, oder hier müsste man eigentlich sogar eher sagen von Peter, Grafiker O'Toole, das Bild zu Weather Machine, also jetzt weniger das Spiel selber, sondern eben halt das Cover, was bei Eagle Griffin Games herauskommen wird, finde ich sehr, sehr elegant gemacht. Skellig Games hat bekannt gegeben, dass sie Honeybus auch im Herbst herausbringen, also lokalisieren, war ja ebenfalls ein Kickstart, ich glaube im letzten Jahr, und hat den einen oder anderen Bienenfan da begeistert. Ride the Future ist ein Spiel von None Game, All or None Games, und das ist ein Roll and Ride, was so im Cyberpunk-Genre spielt, wobei wir hier ja eher als Gangster unterwegs sind. Das heißt, wir müssen uns in irgendeiner Form Waffen erwürfeln, Ressourcen, andere Agenten anheuern, um eben verschiedene kriminelle Missionen zu erfüllen. Ist mal ein Roll-and-Ride-Spiel, vielleicht der etwas anderen Sorte. La Crancia Deluxe, da gibt es jetzt von dem ursprünglichen Tableau, was jeder Spieler bei sich hat, jetzt ja die Gegenüberstellung zwischen alt und neu, könnt ihr hier sehen. Das Ganze ist viel stärker jetzt in einem 2D, in einer 2D-Optik. Vorher war das ja mehr so in der Draufsicht. Jetzt werden die Gebäude eben halt mehrdimensional dargestellt. Sieht schon sehr, sehr schick aus. Bin mal gespannt, ob die Übersichtlichkeit da weiter gegeben ist. Ist weiterhin ein Spiel, was ich sehr, sehr gern gespielt habe, weil es schon eine lange Zeit lang nicht mehr auf meinen Tisch gekommen ist, aber mit guten Erinnerungen. Ich werde mir auf jeden Fall dann den Kickstarter angucken und ich glaube, das geht auch in die Spieleschmiede. VOP hat mit Cuphead ein Würfelspiel bekannt gegeben worden, was auf dem Cuphead-Videospiel basiert. Das mag vielleicht der ein oder andere von euch noch kennen. Hier geht es ja auch Richtung Roll and Ride, Bosse zu besiegen und verschiedene Quests zu lösen.
Dann gibt es ein neues Simeone Luciano und Danilo Sobia Spiel Avatar, was angekündigt worden ist. Und da geht es um ja, ein 4X-Zivilisationsspiel. Wir sind Götter, müssen eben halt die Welt ja, gestalten. Und ja, bei den beiden Autoren bin ich zumindest immer so ein bisschen hellhörig. Verspricht ja in der Regel immer etwas Komplexeres zu sein. Das Cover sieht schon sehr speziell aus. Und das Spiel soll nächstes Jahr dann irgendwann erscheinen. Ja, und eben waren wir bei Cuphead. Jetzt kommt The Rocketeer, ebenfalls eine Comic, hier eher eine Comicserie, weniger Videospiel, aber die Umsetzung von Videospiel bzw. Comicserien ist ja im Moment total en vogue. Hierhinter stecken Funko und Prospero Hall, die eben halt basierend auf diesem 80er-Jahre-Comic bzw. 90er-Jahre-Film eben halt ein Zwei-Personen-Spiel herausbringen werden, wo die eine Person eben halt die Heldencrew übernimmt, während die anderen eben andere Person dann die Bösewichte spielt und das läuft dann auf ein Duell hinaus. DLP Games hat für Boon Lake, das hatte ich glaube ich beim letzten oder vorletzten Mal schon vorgestellt, jetzt die Regeln herausgegeben. Da könnt ihr also schon mal stöbern, ob der neue Alexander Pfister was für euch ist. Mich hat es auf jeden Fall schon mal so ein Stück weit angefixt. Bin mal sehr gespannt, wie sich das dann tatsächlich auch spielen lässt. Leider gab es ja dieses Jahr Rating nicht, wo in der Regel ich immer schon mal DLP-Neuheiten testen konnte. Ja, jetzt sind wir alle gespannt, was dann da im Oktober, vielleicht auch November kommen wird. Und Heidelbeer hat in Zusammenarbeit mit Ferti Timeland heraus oder bekannt gegeben aus diesem Tuvalu-Konglomerat eher so ein kleineres Spiel, was da kommen wird. Das soll auch im Herbst dann zur Verfügung stehen. Und dann gibt es Bilder von Haminyo Koji, Geisha's Road. Auch ein Kartenspiel oder die Fortsetzung von Hamini Koji, ich spreche es bestimmt falsch aus. Spiel, was ja auch hinter bei Cosmos herausgekommen ist. Ein Spiel, wo ich leider sagen muss, ein tolles Zwei-Personen-Spiel, schon längere Zeit bei mir auch nicht mehr auf dem Spieltisch gewesen. Das sollte doch tatsächlich nochmal wieder herausgeholt werden. Last Light, sehr, sehr schickes Cover hier von Gray Fox Games. Ebenfalls ein 4X Zivilisationsspiel, aber eher eins, wo also eine Zivilisation stirbt und wir eben halt gucken müssen, dass wir dementsprechend unsere Ressourcen irgendwo hinkriegen, uns eben halt diesen letzten Stern oder den Zugang zum letzten Stern da sichern. Das Ganze wird mit so einem rollierenden Spielbrett erscheinen. Kann ich mir noch nicht hundertprozentig vorstellen, wie das dann aussehen mag oder wie sich das dann spielen lässt. Aber auch da werde ich dann weiter berichten. Ja, und last but not least, Bright Eye Games hat Terminit Tower bekannt gegeben. Das fand ich schon mal sehr witzig. Hier geht es tatsächlich darum, eben halt einen Termitenstaat abzubilden und ja, als Termiten dementsprechend erfolgreich zu sein. Ich finde es ja immer wieder faszinierend, mit welcher Kreativität, man auf verschiedenste Themen kommt und jetzt sind wir hier also als Termiten unterwegs. Ameisenspiele gab es ja schon, Termiten glaube ich noch nicht. Also das sieht auch schon mal sehr vielversprechend aus. Ja, das waren die News am Freitag. Wie gesagt, ich weiß noch nicht hundertprozentig, ob die jetzt zukünftig immer freitags rausgehen. Hängt auch so ein bisschen davon ab, wie ich das zeitlich bei mir hinkriege. Nichtsdestotrotz hoffe, es war informativ für euch und hat das ein oder andere Neue nochmal für euch mitgebracht. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Hinterlasst doch gerne noch ein Abos. Wie gesagt, die 2000er-Marke möchte ich auch gerne knacken. Und ansonsten sehen, hören wir uns wahrscheinlich schon am Wochenende wieder, denn Trails steht noch an. Das habe ich jetzt abgedreht, muss aber noch geschnitten werden. Das wird ein bisschen aufwendiger. Und ja, ich hoffe, dass ich das vielleicht am Wochenende, am Sonntag hochgeladen bekomme, aber spätestens Dienstag dann zur Kolumne wird es ein Special geben. Macht's gut, bis dann, euer Christoph. Ciao.